Ja, aktuell herrscht Panik an den Kryptomärkten. Und ja, auch der Wert meines eigenen Investmentportfolios hat sich mehr als halbiert. Was du jetzt machen solltest, das erzähle ich dir im heutigen Video. Nun, wie du sicher mitbekommen hast, die Preise von Kryptowährungen sind sehr stark gefallen. Dies vor allem, weil alte Nachrichten neu aufgearbeitet wurden, wie zum Beispiel das Bitcoin-Verbot in China. Doch das ist überhaupt gar keine neue News, denn China versucht seit Jahren, Bitcoin zu verbieten. Und dann gestern Abend kam noch diese Nachricht. Denn China möchte noch stärker gegen das Bitcoin-Mining vorgehen. Und das hat natürlich die Kurse erneut zum Einstürzen gebracht. Was soll man jetzt machen? Nun, als allererstes wichtig, einfach Ruhe bewahren und sich auf die Fakten konzentrieren, was den Bitcoin wirklich fundamental ausmacht. Denn stell dir mal die Frage, hat sich denn irgendetwas fundamental an Bitcoin geändert? Haben sich irgendwelche Fakten geändert? Schauen wir doch einmal diese Fakten an. Nun, als erstes die Hashrate. Ist die Hashrate eingebrochen? Nein, nur ganz wenig, denn die Hashrate befindet sich immer noch in einem sehr starken Aufwärtstrend. Zudem können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Großinvestoren jetzt diesen Crash gekauft haben. Denn diese Grafik von Glassnode zeigt das Handelsvolumen an OTC-Desks. Und dieses Handelsvolumen befindet sich auf einem All-Time-High. Also ich denke, hier wurde mächtig eingekauft von großen institutionellen Investoren. Dann schauen wir noch auf das Mining. Ist jetzt das Mining in Gefahr? Ist die ganze Mining-Industrie in Gefahr durch die Sanktionen von China? Nein, überhaupt nicht. Falls China es wirklich schafft, die Mining-Industrie aus China zu verbannen, dann ist das überhaupt kein Problem für Bitcoin. Denn dann gehen die Miner einfach in ein anderes Land, welches offener ist für diese Industrie. Und das sind zum Beispiel Island, Norwegen, Iran oder auch in Texas. Es ist überhaupt kein Problem für die Miner, denn die Mining-Industrie ist extrem flexibel und die Mining-Industrie geht immer dorthin, wo der Strom billig ist und wo die Regierungen oder Regulierungen offen sind für diese Industrie. Dann schauen wir noch auf das Taproot-Update. Das Bitcoin-Taproot-Update, ist dieses nun in Gefahr? Nein, überhaupt nicht. Sondern das Bitcoin-Taproot-Update ist voll im Gange, wie wir auch hier sehen können. Also, wenn wir uns fundamental die Fakten von Bitcoin anschauen, dann sehen wir immer mehr, dass sich nichts geändert hat. Und wenn du von Bitcoin überzeugt warst, als der Preis noch bei 60.000 stand, dann solltest du jetzt auch immer noch von Bitcoin überzeugt sein, nur einfach, weil der Preis bei 35.000 steht. Der Preis sollte keinen Einfluss auf deine Meinung von Bitcoin haben. Und wenn wir schon beim Preis sind, sprechen wir noch kurz über den Preis. Was denke ich, wie tief werden wir noch fallen? Nun, ich denke wirklich, dass jetzt langsam der Boden erreicht ist. Wir sehen auch jetzt gestern mit dieser Nachricht von Bitcoin Mining, haben wir ein höheres Tief gemacht im Kurs. Also wir sind nicht mehr so tief gefallen wie damals um Mittwoch. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Falls es nochmals runtergehen sollte, denke ich nicht, dass wir 20.000 sehen werden. Ich denke maximal, dass wir auf 27.000 runterfallen könnten. Und 27.000 sehe ich wirklich als unterste Grenze. Denn 27.000 ist auch das 61,8er Retracement, wenn wir uns die Chartanalyse anschauen. Und das sollte dann wirklich der Boden sein. Und weiter runter sollte Bitcoin nicht mehr fallen. Und ich denke, das wird er auch nicht. Also nutze doch jetzt diese günstigen Preise, um günstig nachzukaufen. Denn wie schon gesagt, wenn du von Bitcoin überzeugt warst bei 60.000, dann solltest du jetzt immer noch von Bitcoin überzeugt sein, nur einfach zu einem günstigeren Preis. Der Preis hat keinen Einfluss auf deine Meinung, zumindest nicht auf meine Meinung. Und deshalb mache ich genau das. Ich kaufe günstiger nach, ich kaufe regelmäßig, wie ich es immer mache. Und genau das möchte ich dir auch ans Herz legen. Und ein weiterer Punkt, den ich dir noch ans Herz legen möchte, falls die Kurse wieder mal turbulent sind und es turbulent zu und her geht an den Märkten, stell doch einfach mal deinen Computer ab und nimm ein gutes Buch in die Hand, wie zum Beispiel das hier. Nimm doch wieder mal den Bitcoin Standard in die Hand und lies ein bisschen im Bitcoin Standard. Und dann wird dir nämlich sofort wieder bewusst, warum du überhaupt
in Bitcoin investiert bist. Erst wenn du den Bitcoin Standard gelesen hast, dann weißt du wirklich, worum es hier geht und was für ein Potenzial hier drin steckt und wohin das Ganze noch führen könnte. Also den Bitcoin Standard sollte wirklich jeder Kryptoinvestor gelesen haben. Das ist meine Meinung. Und wenn du jetzt auch noch wissen möchtest, wie du Cashflow auf deine Kryptowährungen bekommen kannst, dann schau dir doch mal mein Video an zu der Plattform Cake DeFi. Dieses habe ich dir hier verlinkt. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich etwas beruhigen, auch in diesen turbulenten Zeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video.